Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Gerät von HP und zwar ein 470G10 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung finden wir hier auf der Rückseite und zwar hier. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass man an das Display rankommt, indem man den Frontrahmen löst. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad könnte man hingegen auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuerst alle Schrauben lösen. Und da ist es so, es gibt einmal die offensichtlichen hier vorne. Und die sind silbern. Und dann gibt es aber auch zusätzlich noch unter der Gummischiene hier Schrauben. Das heißt, die Gummischiene muss man eben hier vorsichtig abziehen. Das kann man mit den Fingern machen. Da kann man sich natürlich auch, wenn man da nicht so gut drunter kommt, eine Hilfe nehmen und das damit so ein bisschen weghebeln. Und das ist auch so, hier ist beidseitiges Klebeband. Das heißt, man muss auch schauen, dass man wirklich ganz drunter kommt, um jetzt nicht quasi zwischen das Klebeband und dem Gummi zu kommen. Und dann kann man das vorsichtig hier einfach abziehen. Und genau, dann gibt es hier eben nochmal 4 Schrauben, die sind schwarz, die müssen raus. Und hier ist es so, die muss man nicht komplett abnehmen, die untere Gummischiene. Da ist es so, da ist jeweils auf der rechten und auf der linken Seite eine Schraube und auch die sind schwarz. Die Schrauben an sich sind gleich, das ist nur für die Optik, dass die äußeren, die zu sehen sind, eben silbern sind und der Rest ist schwarz. Und falls mal ja, so eine Gummischiene jetzt hier nicht mehr richtig kleben sollte, da kann man beidseitiges Klebeband benutzen. Alternativ dazu, wenn einen das nicht stört, kann man auch Gummifüße kaufen und die dann einfach hier draufkleben. Also da gibt es auf jeden Fall Optionen dafür. Generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Super praktisch. Alles dabei, was man braucht. Öffner, Pinzetten, ein komplettes Schraubendreherset mit allen erdenklichen Aufsätzen. Und in dem Fall sind das ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, als Aufsatz nehme ich hier ein PH0. So, um jetzt die Unterseite zu lösen, schaut man sich am besten mal an, wo die Verbindungslinie entlang läuft. Und da ist es so, das kann man hier, glaube ich, ganz gut sehen. Die läuft nämlich genau hier. Und dann hier auf der Rückseite. Und hier entlang und in dem Fall nehme ich einen der Öffner aus dem Werkzeugset und ich fange jetzt hier auf der Rückseite an, versuche ich zumindest, um da nach Möglichkeit halt keine Kratzer reinzubekommen und dann versuche ich quasi hier in diese Lücke hier zu kommen oder hier unten runter zu kommen und das dann so ein bisschen nach oben zu hebeln. Und da hat man dann schon mal einen ganz guten Anfang. Und dann kann man hier zum Beispiel weitermachen und kann das hier aufhebeln. Und da ist es so, dass je nachdem, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht, geht das manchmal ganz schön schwer. Und das kann auch sehr, sehr laut knacken. Das ist aber tatsächlich normal. Also man soll es zwar vorsichtig machen, aber letztendlich muss man hier natürlich dann schon auch ein bisschen drunter hebeln und die Einraststellen lösen
Und dann kann man das hier eben schon mal ganz gut lockern. Auch hier. Und kann dann im Grunde genommen hier vorne weitermachen. Da hat man jetzt schon eine Öffnung sich geschaffen. Kommt da also schon mal ganz gut rein. Und kann dann hier weitermachen. Einfach bei der Seite von den Anschlüssen da einfach immer ein bisschen vorsichtiger. Hier drüben und auch auf der anderen Seite, da ja, sollte man einfach ein bisschen vorsichtiger zu Werke gehen. Und falls es irgendwo mal gar nicht so gut geht, dann am besten vielleicht auch an einer anderen Stelle anfangen. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann hier, aber man, ja, ich glaube, hier sieht man schon ganz gut, wie sich das bereits alles gelöst hat. Und auch hier drüben haben wir ja schon eine Öffnung. Das heißt, auch da können wir jetzt hier im Grunde genommen einfach weitermachen. Und genau, wenn man sich einmal um das Gerät herumgearbeitet hat, dann ja, kann man die Unterseite einfach nach oben hin abnehmen und so sieht dann das Gerät von innen aus. So, da hatte sich gerade eben auch beim Öffnen die Kamera selbstständig gemacht und ist irgendwie weggerutscht, ohne dass ich das sofort gesehen habe. Ich hoffe, man kann das trotzdem noch sehen und ja, sorry dafür. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und in dem Fall ist es so, der Akku ist hier direkt aufgesteckt. Das heißt, wir nehmen den auch gleich raus. Und dafür muss man nur die Schrauben, die hier außen rumlaufen, lösen. Und ja, da so ein Akku für viele Modelle verwendet wird, sind hier nicht alle belegt. Aber das kann man sich eigentlich dann einfach merken, beziehungsweise sieht man auch, wo Gewinde sind und wo nicht. Sind alle Schrauben raus, kann man den Akku einfach nach oben hin hier vom Gerät ziehen und so eben auch von der Steckverbindung trennen und ist damit auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Und ja, genau so würde man den Akku dann natürlich aber auch tauschen. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, dass hier drüben noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte wäre. Dafür muss man dann das Gehäuse dazu kaufen und auch den Adapter, der dann hier zum Mainboard läuft, dazu kaufen. Das ist ein Kippschalter, dazu aber gleich später mehr. Dann sehen wir hier die reguläre SSD. Wir haben hier die beiden RAM-Riegel. Und dann sehen wir hier natürlich den Lüfter und den Heatsink, der GPU und CPU kühlt. Hier können wir das WLAN-Modul sehen und eine weitere Besonderheit bei dem Gerät ist, dass man hier in dem Fall auch die Strombuchse, die hier, falls die mal kaputt ist, die kann man tatsächlich einzeln tauschen. Dafür müsste man hier die Schrauben vom Scharnier, vom Display-Scharnier lösen und kommt dann so an die Buchse ran. Und das Kabel läuft einmal hier herum zum Mainboard und da kann man das einfach rausziehen, also super praktisch. Auch wenn man jetzt hier zum Beispiel die USB-Buchse, dass wir diese sich jetzt auch einzeln tauschen. Also ja, da haben sie mitgedacht. Unter dem Akku sehen wir hier übrigens auch das Touchpad. Und wie gesagt, das lässt sich ja auch einzeln tauschen. Dafür muss man die Schrauben hier lösen und dann kann man das Touchpad rausnehmen. Das Kabel muss man natürlich auch hier trennen und das ist so, das ist eben ein Kippschalter, genau wie hier drüben. Die müssen also erst aufgeklappt werden und geben dann das Kabel frei. Genau so. Und beim Wiederverbinden auch ja, einfach nur schauen, dass das Kabel wirklich bis ganz zum Anschlag hier drin sitzt. So, und dann wird das wieder zugeklappt und ja, so schnell hat man das.
Den RAM zu tauschen ist wie bei allen Modellen sehr, sehr einfach. Der wird nämlich nur von diesen beiden silbernen Klammern oder den hier gehalten. Das heißt, wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, dann springt der einem quasi schon entgegen. Dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen und so eben auch tauschen oder nachrüsten. Beim Wiederverbinden, der passt nur in eine Richtung und so würde der gar nicht reingehen. Das heißt, hier einfach bis zum Anschlag rein, nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Ja, und genauso einfach ist auch die SSD. Die wird nämlich nur von einer Schraube hier hinten gehalten. Das heißt, sobald man die raus hat, kann man die SSD so ein bisschen nach oben hebeln, nicht so weit. Und dann auch hier einfach aus dem Slot ziehen und so gegebenenfalls auch tauschen. Und das ist das gleiche Prinzip wie beim RAM. Die passt nur in eine Richtung rein. So würde das gar nicht gehen. Das heißt, da einfach bis ganz zum Anschlag rein, ein bisschen nach unten drücken und dann einfach wieder verschrauben. So, bei den Lüftern ist es hier so, die kann man einzeln tauschen. Die kann man, glaube ich, nur zusammen kaufen, aber sie lassen sich auf jeden Fall einzeln tauschen. Und da sehen wir, der rechte Lüfter wird von diesen drei Schrauben hier gehalten, der linke von diesen beiden. Ich weiß nicht, ob da unten drunter eine durchläuft, aber ich glaube nicht. Und dann sehen wir hier noch das Lüfterkabel, das geht hier zum Mainboard. Und vom linken läuft das hier unten so ein bisschen durch und geht dann hier hin. Und die kann man dann eben hier rausziehen oder da rausziehen. Und ja, wenn man das Lüfterkabel entfernt, also man kann hier vorsichtig am Kabelbund fassen. Ich probiere tatsächlich aber eher den Stecker selber zu greifen und dann rauszuziehen. Und dann muss man nur noch die Schrauben lösen. Ja, und dann kann man den Lüfter einfach nach oben aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls tauschen. Also hier ist tatsächlich keine Schraube dran. Und ja, das Einzige, was man sich hier noch merken kann, ist, bei dem Kabel bzw. dem Stecker kann man auf der einen Seite Kontakte sehen, auf der anderen nicht. Und beim Wiederverbinden zeigen die nach oben. Und ich würde da auch tatsächlich immer zuallererst das Kabel wieder verbinden. Dass man das nicht am Ende noch vergisst, das wäre echt ärgerlich. Und dann muss man den Lüfter hier nur noch auf die Gewinde drauflegen. Der sitzt sofort in Position und ja, muss dann eigentlich nur noch wieder verschraubt werden. Um den Akku jetzt wieder zu verbinden, braucht man den im Grunde genommen ja nur mit der Verbindung hier wieder auf das Mainboard zu drücken und dann fällt er auch automatisch schon in die richtige Position und ja, muss nur noch wieder verschraubt werden. So, die Unterseite legt man jetzt am besten gerade von oben wieder auf das Gerät und drückt die hier nach unten hin fest. So, dass alle Einraststellen sich auch wieder schließen. Ich gehe dann hier auch einfach einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich alle Lücken und Öffnungen, die hier eventuell noch zu sehen sind, wirklich zu sind. Auch auf der Rückseite, dass hier wirklich alles ordentlich verschlossen ist. Und dann ja, muss man das Gerät nur noch wieder verschrauben. Die Gummischienen drüber machen, das habe ich eingangs ja schon erwähnt und ja, ist dann damit fertig. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.